Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es gibt wieder einen Vlog und ich bin gerade schon im Stress. Ich fliege heute nach Paraguay, nach Südamerika mit meinem Opa zusammen. Und ja, ich nehme euch mit. Ja, wir sind auf dem Pati Rossi-Markt. Hier gibt es so richtig viele Sachen zu kaufen. So sieht es hier überall aus, kilometerweit. Ich suche schon die ganze Zeit ein Bikini, aber hier ist einfach bald Winter und deswegen gibt es hier keine Bikinis. Wie man in Paraguay isst, einfach irgendwo. Und Opa schmeckt. Ja, klar. Also Leute, man sitzt hier einfach irgendwo, dann holt man das zu essen, das schmeckt übrigens richtig trocken und dann isst man es einfach normal. Wir haben uns gerade angezogen, wir gehen jetzt ins Gym und ich zeige euch jetzt mal meinen Opa. Der ist richtig hier angekommen, genau. Was machen wir jetzt? Jetzt kommen wir mal ins Fitness, ja. Ja, wir gehen jetzt ins Fitness. Und wir sind jetzt hier in einem Einkaufszentrum, Leute, gebt euch mal, wie hoch, wie krass das aussieht. Müsst ihr euch vorstellen, der Rest hier ist überall so hässlich und nicht so. Auf einmal kommt dieses krasse Einkaufszentrum und hier wollen wir auch ins Fitness gehen. So sieht es von hier aus, Leute, das sieht so krass aus. Wir müssen euch vorstellen, eigentlich ist es ein ärmeres Land und nicht so modern. Aber das Einkaufszentrum sieht schon echt cool aus, vor allem auch mit den Palmen und so hier drin. Wir waren jetzt gerade im Fitness, jetzt essen wir ja noch was. Da konnte man sich so viel auf den Teller machen, wie man wollte. Und ich dachte so, boah, geil, ich probiere mal alles. Mein Opa dachte sich so, ich probiere mal zwei verschiedene Sachen. Aber ja, 700 Gramm, Leute. Morgen wiege ich 2 Kilo mehr. Guten Morgen, Freunde. Ich habe noch ein Outfit in meinem Gepäckkoffer gehabt. Das kann ich jetzt anziehen. Wir frühstücken jetzt. Dann gehen wir zum Flughafen. Wir hoffen, dass wir meinen Koffer da finden. Es tut mir leid, dass ich bis jetzt noch nicht so viel mitgefilmt habe. Aber Leute, wenn so viel schief läuft, fehlt manchmal ein bisschen die Motivation, immer alles mitzufilmen. Aber ich hoffe, das klappt jetzt alles. Und dann fahren wir nämlich heute weiter. Und ja. Ich fahre jetzt das erste Mal im Paraguay alleine Auto. Ich habe richtig Angst, dass ich sterbe. Ich krieg's nicht mal an. Ich habe aufs Gas gedrückt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, ich werde sterben. Leute, ich habe mich richtig hardcore verfahren, aber jetzt bin ich da. Jetzt muss ich hier reinfahren. Ich habe sogar so ein Ding am Schlüssel, wo ich dieses Tor offen zu machen kann. Richtiger Service. Ich habe mich gerade umgezogen, gehe jetzt ins Gym. Genau, ich zeige euch aber jetzt einmal unser Zimmer. Ich bin heute den ganzen Nachmittag alleine gewesen, weil die anderen beiden nochmal nach Jekos gefahren sind. Also auf jeden Fall ist hier so eine Küche, hier ist so ein kleines Bad. Hier, Leute, mein Opa hat richtig viele Nutella-Gläser mitgenommen, weil die schenkt er hier den Leuten. Ja, hier ist ein Bett, dann ist hier noch ein Bett und von hier aus sieht man auch raus. Aber ich zeige euch die Anlage draußen dann auch. Morgen nochmal. Ich habe mich jetzt gerade das erste Mal im Urlaub geschminkt. Ich habe immer noch meine Wimpern-Extensions von vorm Urlaub drauf. Das ist mein Outfit. Ich habe so einen Zopf dran. Und ja, wir fahren jetzt nach Encarnación oder so. Keine Ahnung, ich nehme euch mit. Und heute wird der erste Tag sein, wo ich euch wirklich mal richtig mitnehme. Und ich muss euch eher auch noch hier alles zeigen. Aber das mache ich auf jeden Fall noch. Wir haben jetzt gerade was erledigt. Jetzt sind wir hier in so einer Stadt. Ich zeige euch mal ein bisschen, so wie es hier aussieht. Das ist jetzt nicht so interessant. Auf jeden Fall fahren wir jetzt an so eine Art Strand. Das ist halt nur so ein See oder Fluss. Hier gibt es ja kein Meer. Da fahren wir jetzt hin. Also sind jetzt hier angekommen. Und Leute, einfach diese Stadt, die man da drüben sieht, das ist einfach Argentinien. Also man kann einfach jetzt so darüber schwimmen sozusagen. Da ist man in Argentinien. Richtig schön sieht es hier aus. Hier machen wir auf jeden Fall Bilder. Und gleich ist da hinten noch ein Strand. Da gehen wir dann auch noch kurz hin. Aber so, es ist so krass, wenn man einfach ein Stück fährt, wie unterschiedlich das alles einfach aussieht. Ja, aber es sieht auf jeden Fall geil aus. Also wir sind jetzt wieder zurück im Hotel und laufen jetzt zum Essen. Wir laufen jetzt zum Essen, oder? Ja, genau. Und ja, hier ist das Essen. Wie seht ihr das mal alles? Da kann man essen. Und hier ist der Pool mit Rutsche. Und ja, ich habe auf jeden Fall schon Hunger. Ich bin gerade aufgestanden. Wir haben heute Morgen schon Sport mit meinem Opa gemacht. So ein paar Sachen filme ich immer nicht auf YouTube mit. Die seht ihr aber eigentlich immer in meiner Story. Deswegen schaut ihr auf jeden Fall an. Ja, ich habe eine lange Hose an. Ich gehe jetzt reiten, Leute. Es sind, glaube ich, keine Ahnung, 33 Grad, es ist 10 Uhr morgens und ich gehe jetzt reiten. Mit langer Hose. Yay! Oh nein, Leute, schaut mal. Einfach ein Fohlen. Oh nein, das ist jetzt echt richtig süß, Leute. Das ist so geil. Ich habe einfach so ein Pferd. Der reitet vorne her, der kann kein Wort Englisch oder Deutsch. Ich kann kein Wort Spanisch, aber ja, das Pferd ist ganz cool. Wir reiten hier so mitten durch den Urwald, sind von da gekommen. Aber das Pferd ist richtig brav und... ja, ist auf jeden Fall cool. Das ist richtig krass, das hier oben gehört einfach alles zum Hotel dazu. Also die haben halt einfach noch so einen Hof. Und ja, ich laufe jetzt wieder zurück. Leute, das war so geil. Es ist so cool, es ist so heiß, aber es war so geil. Vor allem, weil ich halt einfach überhaupt kein Spanisch kann.
Aber wir haben uns irgendwie, wir haben zwar kein Wort geredet, nur schneller, aber immerhin, keiner weiß, woher ich das Wort schneller kann, aber Leute, wenn es drauf ankommt, dann kann Nika auch Spanisch, gar kein Problem. Auf jeden Fall laufe ich jetzt zurück. Ich darf vielleicht die Tage auch mal alleine reiten. Da meine Orientierung richtig schlecht ist, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber man sagt ja, Pferde finden immer wieder zurück. Leute, ich habe gerade gesagt, ich würde gerne reiten alleine und hier ist niemand. Das Pferd stand hier jetzt gesattelt. Das heißt, ich nehme das jetzt mit und ja, die Pferde haben hier, glaube ich, keine Namen und ich weiß auch nicht, aber ich versuche jetzt mal aufzusteigen und dann geht's los. Mit Flipflops, Leute. Nur Niki reitet mit Flipflops. Ich habe mich gerade fertig gemacht, wir waren heute Morgen im Pool, nichts Spannendes gemacht eigentlich. Ich gehe jetzt nochmal reiten und heute nehme ich euch nochmal mit der Kamera beim ganzen Ausritt mit. Und heute kriege ich wahrscheinlich auch ein anderes Pferd wie das letzte Mal. Schaut mal, hier gibt es einfach so Tiere, ich habe vergessen, wie heißen die nochmal? Auf jeden Fall sehen die krass aus. Also das ist mein Pferd, Zorro irgendwie so. Leute, ich bin gerade durch diese ganzen Kühe da durchgeritten. Die haben mich aber schön brav durchgelassen und ja, jetzt muss ich da hinten weiter. Ich muss mir heute mal die Tore selber öffnen. Sonst haben die immer für mich jemand geöffnet, aber Leute, das Pferd ist richtig cute. Und es ist so cool, dass man einfach so mit dem Ausreiten gehen kann. Und alle, die jetzt schreiben werden, warum reitest du ohne Helm? Leute, hier gibt's keine Helme, sowas gibt's hier nicht und ich habe keinen mitgenommen. Ich chill hier einfach und dann kommen hier die Kollegen. Hier sind so viele, hier stehen auch welche. Die ist auf jeden Fall neugierig. Ja, und Opa, hast du alles im Griff? Alles prima. Leute, mein Opa sagt, zeig dir jetzt mal, wie man Bilder macht. Wir sind hier gerade an so einer Strandbar und Opa, was hast du gerade gemacht? Bilder habe ich gemacht, jede Menge. Jede Menge. Die Sonne geht hier richtig schnell unter, deswegen sieht man das jetzt leider nicht mehr. Die ist jetzt schon untergegangen. Aber hier haben wir gerade Bilder gemacht. Die sind natürlich schon online, wenn das YouTube-Video kommt. Dann könnt ihr die auf jeden Fall mal anschauen, weil mein Opa ist ja auch der beste Fotograf. Wir sind gerade einfach in so einem Hotel, hier kann man noch essen. Und hier waren wir einfach vor 8 Jahren mit meinem Uropa damals. Der lebt jetzt leider nicht, aber hier waren wir und ich schaue das gerade so an. Das ist so krass. Weil hier sieht einfach tatsächlich alles noch gleich aus wie früher. Und hier essen wir jetzt und mein Opa gibt uns hier jetzt eine Führung. Wir laufen eine Runde und das ist halt voll cool, wenn man irgendwo hinkommt, wo man vor so langer Zeit war und es dann noch so gleich aussieht. Voll cool. Ich traue mich nicht zu filmen, du musst das jetzt machen. Jetzt muss ich nochmal für die Nika auch nochmal ein Film machen. Also das ist jetzt so. Da kann man jetzt mal alles sehen, was es da gibt. Es gibt eigentlich alles. Das ist eigentlich ganz toll gemacht. Und der Sushi und da und alles, was man denken kann. Und die Nuss wird ganz toll vorbereitet. Das ist wirklich was Schönes. Dieser Grill, da kommst du mit dem Teller her. Du kannst dann alles, was du dir wünschst, kannst du Fleisch essen. Ein Hähnchen, ein bisschen Ding. Und ganz zum Schluss esse ich immer noch mal die gebratene Ananas mit dem Zimt drauf. Das schmeckt also ganz prima als Nachtisch. Das ist also was wirklich ganz anderes. Ja. Und hat's geklappt. Leute, mein Opa hat kurz mal den Vlog übernommen. Wir waren gerade hier essen in so einer, ja, so an einem See. Und jetzt gehen wir einfach Boot fahren. Gell, Opa, wir gehen Boot fahren. Ja. Hast du denn Badhose dabei? Ich habe einen im Auto. Also auf jeden Fall ist da unten das Boot. Hätte können. Und dann fahren wir jetzt Boot. Mein Opa redet einfach die ganze Zeit ins Video, oder ganz ehrlich. So sieht es hier auf jeden Fall aus. Und Opa, wie gefällt es dir hier so? Ja. Ja. Also ich habe schon bessere Wirtschaft. Wir sind hier gerade essen und ja, ich freue mich schon auf meinen Burger. Leute, ich habe fett Burger. Auch Opa. Das war halt so. Du gähnst einfach in meinem Video. Du, es ist Zeit, dass du mich rufst. Ohne mich Bob. Leute, richtig anstrengend. Ja, und weil wir uns so gesund ernähren, haben wir jetzt hier noch Eis bestellt. Und schmeckt's gut? Hervorragend. Hervorragend. Leute, was haltet ihr davon eigentlich, wenn mein Opa auch mal YouTube anfängt? Ist ja doch eine gute Idee, oder?
Was soll ich anfangen? YouTube. Ja, genau. Was sagt ihr? 75 fangen wir jetzt hier noch ab. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Leute, mein Opa hat heute Geburtstag und er wird 74 und wir sind gerade im Laden und kaufen hier so Zeug, dass wir so eine kleine Party machen können und so. Hier noch so andere Dinger und noch einen Kuchen. Oh mein Gott. Am Feier des Tages kaufen wir jetzt einen pinken Kuchen mit Rosen oben drauf. Wir haben auch schon hier pinke Teller, weil mein Opa liebt ja bestimmt pink. Ich habe meinen Opa gefragt, ob er mir Schokolade mitbringen kann, weil die so lecker geschmeckt hat. Jetzt hat er mir einfach ein Kilo von dieser Schokolade mitgebracht. Dieser Kilo, Leute, das ist mein Kopf und das ist diese Schokolade. Morgen wiege ich halt ein bisschen mehr. Also, ich war vorhin im Gym und ich habe eine Avocado geschenkt bekommen. Leider haben wir hier nichts, deswegen nehme ich jetzt ein Taschenmesser. Ich hoffe, das ist schön sauber. Und jetzt schneiden wir damit die Avocado auf und dann essen wir Avocado, weil ich habe richtig Hunger und ich bin aber nicht mitgegangen mit meinem Opa essen, weil ich mir so dachte, oh nein, komm, Nika, halt verzichte ich mal aufs Mittagessen. War eine ganz dumme Idee. Und ja, jetzt esse ich die Avocado. Ohne Salz. Schmeckt ein bisschen eklig. So, nachdem ich die Avocado gegessen habe, hat mein Opa mir jetzt so 10 Kugeln Eis mitgebracht. Und die soll ich jetzt essen, Opa? Ja, du kannst sie essen, oder? Oder bleiben lassen. Oder mein Opa ist. Ich war heute ist unser letzter Tag hier im Hotel. Ich war den ganzen Tag am Pool. Jetzt habe ich mich gerade umgezogen. Also, naja, mein Oberteil habe ich angelassen. Ich habe einfach nur eine lange Hose angezogen. Und jetzt gehe ich noch ein letztes Mal hier reiten. Hier ist ja schon wieder mein Freund. Sieht richtig motiviert aus. Und ja, jetzt geht's los. Kurzes Update, es ist alles gut, es ist nichts passiert. Ich habe natürlich direkt geguckt, es hat keine Verletzung, ist direkt aufgestanden, wollte schon weiter galoppiert. Ich mache jetzt mal ein bisschen gemütlich, aber ihm geht's gut, es ist nichts passiert. Ich werde nachher auf jeden Fall mal Bescheid sagen. Ich glaube, wir hatten beide echt übel Glück. Ja, kurz mal fast gestorben. Ich glaube, ich mache jetzt mal ein bisschen langsam, weil nicht, dass irgendwie doch irgendwann eine Verletzung hat. Es sieht nicht danach aus, läuft auch ganz normal, aber... Okay, kurz mal fast gestorben. Ja, wir reiten jetzt zurück. Ganz entspannt und atmen einmal durch. Der letzte Tag, wir sind nach Asunción gefahren, also in die Hauptstadt von Paraguay, wo auch der Flughafen ist. Und ich zeige euch jetzt mal unser Luxuszimmer. Juhu! Also ja, wir haben auch nicht immer so coole Sachen. Und ich gehe jetzt ins Gym. Ich habe mich gerade umgezogen. Wir sind 6 Stunden gefahren. Ich habe 5 Stunden oder so geschlafen, weil ich habe in der Nacht nicht geschlafen. Dafür bin ich jetzt einigermaßen fit und deswegen gehe ich jetzt auch ins Gym. Leute, wir waren jetzt hier gerade locker 3 Stunden an so einem Markt. So sieht es hier aus. Und hier geht es überall so rein. Und hier gibt es so 1.000.000 Sachen, fragt nicht. Auf jeden Fall haben wir einfach neue Koffer gekauft, weil meiner ist ja kaputt gegangen. Und der Koffer ist einfach voll mit Sachen, das ist auf jeden Fall nachher im Hall. Und ja, damit laufen wir jetzt schon die ganze Zeit durch die Stadt. Hier liegt jetzt der neue Koffer. Ich hoffe, ich kriege da alles rein. Ich packe jetzt mal hier meine ganzen Sachen um und quetsche das mal alles. Jetzt sind hier alle unsere Sachen gepackt. Wie findet ihr den neuen Koffer von meinem Opa? Ja. Der ist cool, oder? Ich war ja nicht vorgesehen, aber Leute, der passt zu seinem Bild. Ich wollte eigentlich einen grünen, aber mein Opa wollte unbedingt den pinken Koffer haben. Gell? Ja, von wegen. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier an und ja, dann geht's los. Leute, wir sind im VIP-Bereich und hier gibt's Essen und Trinken umsonst. So Leute, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich habe jetzt nicht mehr so wirklich mitgefilmt, weil es war einfach so anstrengend. Wir hatten erst einen 12-Stunden-Flug, dann 3 Stunden Aufenthalt in Madrid, dann nochmal 2 Stunden und wir hatten da aber auch über 1 Stunde Verspätung und saßen im Flugzeug, mussten warten. Das war nicht so geil. Aber ich bin jetzt angekommen. Ich bin richtig froh, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Ja, ich werde das Video so schnell wie möglich posten. Und falls dich interessiert, ich werde jetzt in nächster Zeit auf meinem Instagram-Account sehr viel Fitness- und Abnehm-Content posten. Wenn es dich interessiert, check meinen Instagram-Account ab, der ist unten auch verlinkt. Und ja, dann schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, auch gerne, was ihr euch als nächstes für Videos wünscht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!